Hallihallo, Hallöle, zurück zu ESO. Weiter geht's. Wir sind eigentlich immer noch auf dem Weg zu Verandis Rabenwacht. Gucken, ob wir da hier jetzt hinkommen. Ach, eine Kiste oben. Skiver sind kein Thema. Sind da nicht. Ach, ein Buch ist da. Ah, sehr gut. Wieder was für die Magiergilde. So, alle weg. Puccicato. Das Firmament. Auch Himmel genannt. Ja, so, gehen wir runter. Ich will hier mit dem auf alle Fälle, wie gut es geht, alle Quests machen, auch alle Bücher finden. Gibt es nachher noch was, was man suchen kann, wenn man möchte? Werde ich auch machen. Wenn ihr nach Schattenkamm geht, solltet ihr etwas wissen. Es gab Ärger dort. Das sind die Psychikorden, aber später zu. Ich muss nach Schornhelm. Dann geh doch. Ein paar blaue Flecken und gebrochene Rippen werden mich nicht davon abhalten, meinen Bericht nach Schornhelm zu bringen. Ich muss meinen Vorgesetzten in Haus Tamrit sagen, was in Schattenkamm geschehen ist. Was ist Schattenkamm? Schattenkamm ist ein kleines Bergdorf. Hauptmann Janev kamen einige beunruhigende Gerüchte zu Ohren und sie schickte uns los, um ihnen nachzugehen. Anscheinend kam ein verrückter Argonia von der Unheilsklippe hierher und belegte die Ortschaft mit einem Blutfluch. Wie kann ich euch helfen? Wir schickten die Flüchtlinge aus der Stadt nach Süden ins Tamrit-Lager zu Hauptmann Janev. Aber die Bürgermeisterin von Schattenkamm wollte nicht fortgehen. Sie meinte, sie müsste ihre Leute retten. Sie hat uns angefleht, Schornhelm zu warnen. Falls sie noch lebt, könnte sie etwas Hilfe brauchen. Ich will tun, was ich kann. Ich würde mich besser fühlen, wenn ich wüsste, dass ich die Bürgermeisterin von Schattenkamm nicht ganz allein gelassen habe. Denkt daran, geht in die Stadt und sucht nach dem Haus der Bürgermeisterin. Jo, mach mal. Da drin. Ja, mach mal. Nach Schornhelm und dort Bericht erstatten. Ja, mach das doch. Mann, Mann, Mann. Nee, ich muss ja hier hoch, ja. So viel Gebrüll, so viel Geschrei. Ich muss stark bleiben. Stark bleiben. Warum helft ihr denn nicht? Wir brauchen Hilfe. Ich kann mein Herz noch immer schlagen hören. Lebe ich noch? Was soll ich denn nur tun? Wo sind denn alle? Ich höre Schreien und Wehklagen, aber ich sehe niemanden. Ich muss hier raus. Was war das? Jemand hat mich berührt. Maulach, steh mir bei. Ich glaube, ich verliere den Verstand. Ach, guck mal da, eine Himmelsscherbe. Die holen wir uns erstmal eben. Bevor ich das vergesse. Ah, das habe ich oben, ne? Ja, das dürfte oben sein. Oh, Wechselzinser. Der Schatten kam, ja. Wo ist er? Da hinten. Ah, okay. Hier ist was. Eine Bürgermeisterin ist hier. Gette. Gette Annette mit der Janette. Gitte bitte. Bürgermeisterin Gette. Hinfort, verfluchtes Ding. Ich bin kein Blutunhold. Bitte helft uns, wer immer ihr seid. Helft den Geistern von Schattenkamm. Sie haben unsere Geister aus unserem lebenden Fleisch gerissen. Was ist mit diesem Ort geschehen? Resal Jul hat die Stadt mit einem Blutfluch belegt. Dadurch wurden einige der Einheimischen in Blutunholde verwandelt. Aber das hat ihm noch nicht gereicht. Er setzte Magie und unser lebendes Fleisch ein, um eine Abscheulichkeit zu erschaffen. Ein Teil von mir lebt in dieser Kreatur weiter. Wie kann ich euch helfen? Ihr müsst diese Abscheulichkeit erschlagen. Solange sie lebt, sind unsere Geister in dieser Stadt gefangen. Sie halten die Kreatur in der Krypta der Kapelle. Ich glaube, sie füttern sie, um sie stärker zu machen. Ich fürchte, sie werden sie bald entfesseln, um ganz Kluftspitze zu verwüsten. Ich will euch helfen. Findet die Geister von Talas und John. Wir können unsere Verbindung zu dieser Kreatur nutzen, um sie aus der Kapelle der Krypta hervorzulocken, damit ihr sie töten könnt.
Wir werden auch persönliche Gegenstände brauchen, um unsere Energie zu bündeln. Mein Dienstabzeichen sollte dafür bestens geeignet sein. Wo finde ich euer Dienstabzeichen? Es sollte in dem Turm sein, in dem ich gearbeitet habe. Wir haben uns in diesem Turm zum letzten Gefecht gestellt, aber wir wurden überrannt. Ich kann immer noch hören, wie Rezal Jul lachte, als sie mich davonschleiften. Das Lachen dieser Echse verfolgt mich. Ja, der Rest ist nicht so wichtig. Nickel. Lutenhold, hallo. Ratte brauche ich nicht. Ratte gibt eine Köder für zum Angeln. In der Rhein und sowas, ne. Angeln will ich nicht. Also Angeln werde ich auf jeden Fall nicht machen. Könnt ihr euch sofort abschminken. Angeln werde ich nicht, nein. Auch PvP werde ich nicht machen. Im Gebiet der Kaiserstadt. Ich bin kein PvP-Spieler. Kisten. Kotz nie herum, also wirklich, ey. Kein Benehmen, die Blutunholde. Ja, und schreien auch noch so komisch. Bücherregal ist leer. Ist ja gar nichts. Wo ist denn die Bücher? Ach, da ist. Ah, Maya, genau. Der Magier. Ich weiß nicht mehr, wer ich wirklich bin. Ein Teil von mir ist noch qualvoll am Leben. Ein Teil dieser Abscheulichkeit. Wenn Rezal Jul jetzt direkt vor mir stände, schwöre ich, dass mein Hass allein diese Echse in Stücke reißen würde. Bürgermeisterin Getz hat mich gebeten, euch bei der Suche nach einem persönlichen Gegenstand zu helfen. Natürlich. Sie ist schlau, unsere Bürgermeisterin. Sie weiß, dass wir unsere Energie mit Hilfe von persönlichen Gegenständen bündeln können. Sucht bei der kleinen Brücke in der Nähe nach meinem Stab. Dort war unsere Verteidigung aufgestellt. Damit haben wir dem Mann der Bürgermeisterin Zeit verschafft, um die Flüchtlinge wegzubringen. Erzählt mir von eurem Stab. Als ich diesen Stab bekam, war das der größte Moment meines Lebens. Ich bin eine Rotwardonin. Magie fällt unserem Volk nicht leicht, aber ich fühlte mich zu ihr hingezogen. Ich habe Allegra verlassen und jahrelang studiert, um diesen Stab zu bekommen. Alles, was ich bin und alles, was ich einmal war, kann ich durch ihn bündeln. Okay. Schreibtisch. Dietrich. Okay. Der ist leer. Leer, leer, leer. Was ist denn oben? Chalkosaure, nee. Alles leer. Was ist hier was drin? Ja, leer. Die Kisten werde ich nicht untersuchen oder Säcke, sonst ist mein Inventar wieder zu schnell voll mit Versorgerzutaten. Zwischenzeitlich komme ich auch durch die Küchenhilfe. Kriegt man jeder alle 24 Stunden. Bekommt man da ein paar Zutaten? Kann ich mal kurz zeigen. Soziales, ne? Ja, Nachrichten. Ja. Zauberer, Schneider, Schmiede, Schreiner und Versorger. Habe ich noch gar nicht hier, Versorger. Okay. Aber die anderen habe ich schon gemacht. Ich meine, alle 24 Stunden irgendwie sowas. Man aber regelmäßig abholen, also leer machen, sonst ist irgendwann voll. Dann bekommt man nichts mehr. Ein Büchlein. Die Automaten der Dwema. Oh, interessant. Was haben wir da? Lederriemen. Nein.
weiter geht's. Schattenkampf. Die Fokusgegenstände muss ich jetzt finden. Ach, guck mal da. Den Wegpunkt nehmen wir erst noch mit. Komm ich hier rüber? Ja. Jetzt. Ach, da ist er ja. Der Wegschrein. Schön. So was ein Stab, genau. Und hier ist auch irgendwo die Himmelsscherbe. Nicht vergessen. Wo ist sie? Himmelsscherbe. Da ist er. Da ist schon der Stab. Oh. Ja. Hier kannst du noch raus. Ja, ja. Ein Stäbchen. Ich habe hier Unholde und Vampire abgewehrt, um unseren Leuten Zeit zur Flucht zu erkaufen. Angst und Zorn macht mich stark. Wir werden das zu Ende bringen. Das müssen wir einfach. Ich werde all die Wut, Hoffnung und Sehnsucht, die noch in mir ist, in diesen Stab schicken. Das wird die Abscheulichkeit aus ihrem Versteck locken. Ich werde nicht versagen. Das schulde ich euch und Schattenkamm. Jo. Mach mal schon, gute Frau. Erstmal die Himmelsscherbe. So, wo gehen wir jetzt hin? Machen wir, glaube ich, erst die Fokusgegenstände. Danach gehen wir zu Verandis Rabenwacht. Ach, ist noch ein anderer Spieler. Ach, guck mal an. 557 Champion-Punkte. Da habe ich mehr, wenn ich 50 bin. In die 630, glaube ich, habe ich. 634 oder so. War ich zuletzt. Muss man doch dann verkaufen gehen, wieder leer machen. So viele Klamotten bei. Wo ist mein Sohn? Helft mir bitte! Ich muss meinen Sohn finden! Ich habe solche Angst. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Magie. Ne, mit ihm werden wir in der nächsten Folge reden. Da ist die Folge schon mal so gut wie rum. Wer weiß, wie lange das dauert, machen wir in der nächsten Folge komplette Gespräch. Ist besser. Also wir sehen uns in der nächsten Folge von ESO, wenn ihr wollt. Bis dahin, tschö mit Ö.